Damit sage ich mal Hallihalli, meine Lieben, herzlich willkommen zum dritten Part, auch den letzten Part von dem schönen Laptop hier. Ihr habt vielleicht gesehen, dass das letzte Video sehr gut ankam. Nee, eigentlich nicht, es kam eigentlich gar nicht gut an. Sondern auch keiner hat einen Kommentar geschrieben, dass keiner den Bildschirm, was da unter ist, gesehen. Ich habe mich entschlossen, das zu machen und ja. Aber zuerst werde ich auf meinen Gaming-Controller erstmal Fortnite spielen. Fortnite. Spaß. Also wir werden heute das mit einem Laptop aka Bildschirm machen. Und lasst bitte Like da. Total nett. Meine Werkzeug für heute, was immer ist, so ein Kreuzer, Pinsel und so einen Schraubzieher. Heute brauchen wir wirklich ehrlich den hier und den hier und den können wir wegschmeißen. Oh, ging nur ein. Was sonst werden wir aufmachen und ja. So, da ist der gute Stück. Der ist schon, habe ich einen Fehler gemacht letztes Mal zugebaut? Ich habe eine Schraube hier vergessen. Ist mir auch nicht schlimm, habe ich auch gesagt, wenn ich hier was vergessen. Mir fällt gerade auf, warte Leute, Markus. Ihr seht es jetzt vielleicht nicht ganz, ich muss mal mich verstecken, weil es doof ist, ich will noch mich nicht bekannt lassen. Hier sind so eine Abdecken, darum brauche ich auch dieses Teil, diesen Schraubenzieher, wo ich Angst habe, dass ich aus Versehen hier einen Bildschirm reinmache. Und dieser Bildschirm, muss mir ehrlich zugeben, er ist eigentlich sexy. Kurze Sache, was ich immer ansagen möchte, ist, wenn ihr sowas auch macht, macht bitte den Akku raus. Das wäre so nett, so rum sagen zu deinem Laptop. Ja, und wichtig. Sind auch diese Antennen hier dabei. Es kann sein, dass am Bildschirm hier oben links, rechts ein bisschen. Die Antennen sind dafür, dass man WLAN hat. Ihr müsst rechnen, wenn man den Laptop aufgeklappt hat, dass man ein bisschen mehr Internet hat. Hier ist auch dieses, ich habe mich verwechselt, das ist der Stromkabel, dass der Strom bekommt. Das hier unten, das ist das für Display, dass ihr Farben seht. Das seht ihr, das, ja. So, wir versuchen jetzt alles abzumachen. Ich würde euch nur kurz ein paar Sachen erzählen, was der Monitor hat und was seine. Ja. Also was ihr vielleicht seht, ist hier oben ein Mikrofonanschluss hat das. Sagen, muss ich mal ehrlich zugeben, so ein Monitor, es ist wirklich groß, ich weiß nicht, ob das für euch groß aussieht, für mich sieht es schon, sondern sehr groß aus. Ich versuche das Beste zu zeigen, aber
wie ihr seht, ja, ich rate. Wir gucken erstmal weiter und ja. Was mir aufgefallen ist, das sieht ihr jetzt auch nicht richtig gut, ist hier einmal, ihr habt, warte, ich zeige euch besser, sondern dieses Kabel mal gut. Hier ist einfach weiß und schwarz. Das Schwarze fügt hier hin. Hier ist so eine kleine Antenne, sag ich mal, so ein Eisenstück. Hier geht das Weiße hin und das auch. Also es ist wirklich eine Antenne hier oben am Monitor. Also, bitteschön. Mal gucken, ob man die noch mehr aufmachen kann. Aber es sieht schon richtig, muss mir ehrlich zugeben, krass aus. Ja, Leute, was mir aufgefallen ist, also ich habe jetzt ein bisschen rumgeguckt, so was man aufmachen kann. Mir fällt gerade auf, hier dieses dicke Kabel hier, das für einen Monitor ist. Habe ich ein bisschen weitergeleitet und dann sah ich das hier. Was, hier ist so ein Anschlusskabel noch und es war nicht angeschaltet. Und ich gebe ehrlich so, ich habe es nicht rausgezogen. Ich habe mir noch kein Kabel rausgezogen, außer die drei Kabel hier. Einmal das, ah, sieht jetzt nicht die. Und das hier, das frage ich mich jetzt ehrlich, warum haben die Hersteller das rausgemacht? Okay, man sieht hier halt auch überall, es ist Staub ohne Ende. Aber ja, ich hoffe, euch hat sowas gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und ciao.